So, da sind wir wieder zurück. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal da rein. Grabhügelfelder. Wir gucken einfach mal, was da so Schönes gibt. Ich meine, wir müssen ja nicht dort um hier uns lange aufhalten. Ah, hier scheint es auf jeden Fall schon mal einen Teleporter zu geben. Und es wird hell. Ach, wir sind wieder dort. Ah, okay. Das sah einfach nur so komisch aus. Es sieht in HD wirklich eben um einiges schöner aus, muss ich sagen. Man muss eben auch immer noch bedenken, dass es wirklich ein schon älteres Spiel ist. Aber dafür... Und uns auf uns herabkommt, wie gesagt, so ein richtiger Schein schon. Wow. So, gut, wir machen mal weiter. Wir wollen in die Höhle. Höhle, in die Gilden, in die Quatsch, in die Heldengilde. Nicht in die Höhle. Können wir denn... Erstmal hier einen Trank genommen. Können wir mal jetzt... wir können mal diese ganzen Tränke benutzen. Ja, die nicht unbedingt, aber dieses Lebenselixier. Ja, wir kriegen mehr Lebensenergie dazu. Von daher, komm, reinhauen die Dinger. So, einmal den hier noch. Werfer diesen kostet, erhöht damit seine Stärke auf Erfahrungswerte. So, Inventar. Gegenstände, Tränke. Und dann einmal noch eine Fertigkeit. Und einmal noch ein Inventar. Gegenstände, Tränke. Dieser Trank erhöht die Fertigkeit auf Erfahrung. So, Inventar. Gegenstände, Tränke. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. So, dann Inventar, Gegenstände, Tränke. Eines aber Willensverstärker. Ja gut, die brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. So, wir können bei Stärke, bei Körperbau immer noch nichts hinzufügen. Wir brauchen Erfahrungskosten. Noch 3000 ungefähr. Okay. Eure Hallo. Schwester hat eine Questkarte für euch dagelassen. Ich schlage vor, ihr nehmt sie. Das werden wir. Kallis-Tore auf der ganzen Welt werden aktiviert, wenn ihr die Standorte besucht. Wenn sie aktiviert sind, könnt ihr mit eurem Gildensiegel direkt zu ihnen reisen. Ist echt bequem. Ja, aber ich würde gerne... So. Rettet den Archäologen, Händlermassaker, Durchbruch. Durchbrecht ein Blago... Nee, ich glaube... Sucht den verschollenen Bruder des Händlers und bringt ihn in Sicherheit. Man sieht immer nicht, ob das eine gute Quest ist oder eine schlechte. Was war das jetzt für eine? Rettet den Archäologen aus dem Gefängnis von Bowerstone. Oh, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die schwierig wird. Ich glaube, wir werden nämlich dann selber wahrscheinlich gefangen genommen. Ich glaube, irgendwas war das. Was können wir für eine Großtat übernehmen? Wir gucken mal, ob wir eine Großtat übernehmen können. Eine gute, schöne. So. Nee, wir machen gar nichts. Hey, was ist los? Her mit den Großtaten, Mann! Was ist los? Bonfog! Na klar! Oh ja, klar! Ja, Arschlöcher. So, aber egal. Macht ihr mal so eine große Quest und dazu dann noch eine Großtat? Ihr seid doch verrückt, ey. Warum müssen wir jetzt nach Südbowerstone? Müssen wir zu dieser komischen Lady jetzt? Ja, ich wollte mal einen Purzelbaum hier runter machen. So.
Huhu. Okay. Boah, nicht so laut hier. Schönen Aufenthalt, Sir. Ihr seid unbesiegbar. Das weiß ich. So, können wir uns mal wieder eine Geschichte anhören? Ich glaube. Ich möchte ein Bier. Ich glaube, ich mag ihn. Wo sind unsere Püppi? Ja. Juhu! Juhu! Wo ist denn unsere Pipi? Will jemand kämpfen? Ja! Hurra! Da ist noch eine. Wahrscheinlich ist das unsere. Oh, die wird gar nicht mehr angezeigt. Das kann natürlich auch sein, dass die jetzt irgendwie weg ist. Ja, mir ist das Herz gebrochen, deswegen. Hallo? 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 Darf Schweinerei. Nenn mich, wie du möchtest. Wo ist jetzt hier unsere Quest? Wir können unser Haus eigentlich mal vermieten. Da kriegt man wenigstens noch ein bisschen Geld dazu. Der beste Held ja. Von ganz Albion. Genau. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Attacke. Das ist so unglaublich. Eigentlich kann das gar nicht wahr sein. So, das hast du, kleines Kind, nicht gesehen. Juhu. Einmal bitte hier rein und... euer Ehehaus verkaufen? Nein, dieses Ehehaus vermieten? Ja. Oder war da unsere Frau drinne? War da unsere Frau drinne? Sind wir überhaupt schon verheiratet? Heldenstatus? Persönlichkeit? Bekanntheit? Bla bla bla. Skorpionkönigin, Käferkampf, Magie, Romanzen. Personen, die in euch verliebt sind, 16 Uhr. Anzahl Ehepartner 0. Von daher, okay. Können wir mal noch ein Buch vorlesen lassen? Nö. Okay, wo hat's jetzt diese Questkarte? Ja, wir müssen wahrscheinlich... Also ich weiß auf jeden Fall, soweit ich mich noch erinnere, dass wir irgendwann aber Fable auch in den Knast kommen. Ob das jetzt die Stelle ist, weiß ich nicht. Aber was ja. ist mit dem Dach passiert? Du achtest auf Dächer. Komm, wir achten auch mal auf Dächer. Wunderbar. Das sieht schön aus. Das auch. Und das auch. Wir können nicht so gut hochgucken. So, macht mal Platz Hallo hier. Hallo auch. Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Ja, willst du mich verappeln? Da sind wir bekannt genug. Macht die Tore öff. Willkommen in Nordbowerstone, oh Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirr plappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Aha. Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden. Also benehmt euch. Also mit deinem Bart, na wunderbar. Das ist mir auch eine große Ehre, mit so einem Typen, mit so einem Bart zu sprechen. Wollen wir zu dieser komischen Lady? Wir sollen ja eigentlich nur diesen Typen retten. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht diese Arrestzellen finden. Wollt ihr nicht mit mir reden? Nö. Ich will mit dir nicht reden. Das ist die... Hau ab. Geh. Die kann man übrigens heiraten, aber die ist böse und ich will die nicht heiraten. Und eingebildet noch dazu. Ich würde niemals eine eingebildete und böse heiraten. Hallo? Endlich jemand zum Reden. Ihr müsst mir einfach helfen. Die Bürgermeisterin lässt mich hinrichten. Das geschieht mit einem, wenn man hier zu viele Fragen stellt. Diese Frau ist eine Dämonin. Niemand will mir glauben. Nur weil ich mich irrte und die Wächter unsere Träume doch nicht steuern, indem sie was ins Wasser mischen. Ihre Schwester war ein Engel.
Sie wäre eine tolle Bürgermeisterin geworden. Lady Grey hat sie getötet, ganz sicher. Ihr müsst mir helfen, das zu beweisen, sonst bleibt Bauer Stone in ihren Fängen und ich werde hingerichtet. Wollt ihr den Gefangenen helfen, den Tod von Lady Greys Schwester zu untersuchen? Ich denke mal ja, weil untersuchen ist ja erstmal okay, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, endlich! Wir werden diese irre Hexe erledigen. Ihre tote Schwester muss euch nur erzählen, was wirklich geschah. Seht mich nicht so an. Es gibt wirklich Geister. Ihr habt sie gesehen und ich auch. Wir alle haben sie gesehen. Rodri war der Liebste von Lady Greys Schwester Amanda. Netter Kerl, oft auf dem Grabhügelfeld anzutreffen. Falls jemand weiß, wie sie sich wieder erinnern kann, dann er. Hört mir zu, ihr seid alle verloren. Okay. Hört mir zu. Er zeigt uns an, dass wir hier rein müssen. Das war wahrscheinlich gar nicht der Archäolog, aber die Quest, die kommt mir auch sehr interessant vor. Es waren zu viele, wir hatten wirklich keine Chance. Sie haben sich den Archäologen geschnappt und dort auf den Hügel verschleppt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhaben, aber ich wette, es wird nicht lustig für ihn. Ihr seid Deppen. Ihr müsst ihn retten. Gott. Schnell, es bleibt nicht viel Zeit. Okay, na gut, da hätten wir die Quest doch mitmachen können. Ich folge. So, dann zeigt mir euch mal, wie das hier geht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Diese Dinger... Die Dinger sind wirklich komisch. Ich folge euch nach. Gib mal meine Kügelchen, so. Weil die halten auch einiges aus, diese Viecher. Sauerei, wir brauchen unbedingt ein Einhandschwert. Sauerei sind die stark. Ich geb euch Rückendeckung. So, du bist tot. Komm schon, tot. Ich folge euch nach. Mach nicht so komische Geräusche hier. Hallo, ich will an die Kiste. Ich folge. So. Okay, die Viecher scheinen ordentlich Wumms zu haben. Ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, wir sollten mal lieber auf... Ah, toll. Wir sollten mal lieber in... doch irgendwann mal auf ein Einhandschwert mal wechseln, dass wir uns mal das komische Schwert da hier besorgen. Was ist denn das? Okay. Der Lakaien Herbeirufer hat eine Barriere errichtet. Ihr müsst ihn töten, um sie zu beseitigen. Los, wir schnappen sie uns! Ich gebe euch Rückendeckung. Ja, mach du. Ich gebe euch Rückendeckung. So. Machst du Dai-Dai? So, wir gehen erstmal angeln. Das ist wichtiger als alles andere. Und was bekommen wir raus? Ah, komm schon.
Nawohl, geh doch. So, da übersteuerst schon wieder, warum? Ne, mein Mikrofon ist aber immer noch auf 50% gut. Oh, ein Ehering, na wunderbar, den haben wir ja vorhin schon gesucht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Truhenartiges? Ne, hier hat's gar nichts mehr. Hier hat's diese komischen Truhen, hier Kisten. Ich darf nicht immer so ins Mikrofon spreien, da übersteuere ich nämlich. Komm schon, ja. Warte, ich helfe dir. Na komm schon. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir noch Kisten, die wir öffnen. Mit gar nichts drinne. Boah, man kann Fenster einschlagen, das wusste ich ja noch gar nicht. Verzeihung, wer auch immer hier drinne wohnt. Es war nicht mit Absicht. Aber hier gibt es auch nichts drinne. Von daher, war nicht mein Verschulden. Hat sie noch irgendwas? Nö, auch keine Kiste oder so. Wenn ich hier außersehen eine Kiste übersehe, dann tut's mir leid, aber momentan leuchtet richtig die Abendsonne, sagen wir es mal so, auf dem Monitor. Und das ist gerade ziemlich hell. Ich muss die nachher mal ausmachen. Da ist doch schon wieder, das ist doch so eine Barriere. So, komm schon. So, du bist des Todes. Wart mal ab, wart mal ab. Ahaha, und dann gleich der nächste. Es wurde sich gewünscht, dass ich mehr mit Bogen mache. Hier, bitteschön. Und jetzt machen wir den mal komplett mit Bogen hier. Ne, der haut ab. Kommen wir hier irgendwie rein? Kann der uns jetzt angreifen, wenn wir in die Kiste gucken? Oh, ich übersteuere schon wieder ordentlich. Das ist nicht schön, da muss ich danach noch mal das Mikrofon ein bisschen leiser drehen. So, wo ist denn das Vieh jetzt hier? Hier. Die Barriere ist gefallen. Geht rasch durch und rette den Archäologen. Nö, nö, rasch mache ich hier gar nichts. Erstmal wird hier alles durchsucht. So, hier hat es noch ein paar Sachen. Und hier oben gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Jawohl, eine Truhe. Wiederbelebungs, ja, da haben wir eh welche gekauft für diesen komischen Ehering und am Ende wolltet ihr uns nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Wow. Hier hat es also eine Mühle. Kennt man gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Da wurde früher daraus in so einer Mühle von Getreide aus Getreide Mehl gemacht. So, jetzt übersteuere ich nicht mal so. Ich weiß warum, nicht warum ich auf einmal so übersteuere. Vielleicht bin ich einfach zu laut. Ach nö. Ach nö. Vor allem wir sind bei 20 Minuten. Ach nö, ich will nicht wieder überziehen. Na komm, das Vieh machen wir jetzt noch. Oh, jetzt ist mir Fahrzeug umgefallen. So, wo ist es denn? Nee, warte mal. Geh doch kaputt, du blöde Kiste. Warum will die nicht kaputt gehen?
Nee, das bringt mir nichts. So, was willst denn du? Das Tor will gar nichts. Boah, ich hasse dich, weißt du das? Ich kann ja nicht mal aufstehen. So, jetzt aber hier. So. Warum trifft uns das Vieh trotzdem? Stirb bitte. Lalalala. 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 So, schon weg hier, weil der mich hier so komisch umfällt, genau. So, na komm her. Ach komm, ich bin hier so ein Typ. Hallo? Warte, ich helfe euch. So. So, und noch einmal. Rückendeckung. So, jetzt bist du dran hier. So, was hat's denn hier Schönes? Hat's hier irgendwo noch eine Kiste? So, wir sind bei 20 Minuten. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. So, in der nächsten Folge sehen wir dann auf jeden Fall, was wir hier noch alles irgendwie... Müssen wir hier... Haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Nee. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall sehen, wo der Archäologe ist und von was... Dafür. Ich bräuchte ja, und eine neue Uniform. Halt die Klappe und von was er überhaupt entführt wurde, weil die Viecher sind ja komplett neu.